Die Elektromobilität wird ein wesentlicher Bestandteil der Mobilität der Zukunft sein, deshalb heute hier bei uns mit dem BMW i3. Hallo Freunde, mein Name ist Markus Wagener, ihr kennt mich noch vom letzten Video BMW Connected. Heute möchte ich euch den BMW i3 vorstellen und ein paar Fakten dazu noch. Da wir im klassischen Sinne keinen Motor mehr haben, verbirgt sich unter der Fronthaube einfach nur ein kleines Ablagefach. Hier finden wir das Bordwerkzeug und können das Ladekabel verstauen. Als Elektrofahrzeug hat unser i3 auch ein ausreichendes Kofferraumvolumen, das sehen wir hier. Für den täglichen Bedarf zum Einkaufen für unsere Kurzstrecken vollkommen ausreichend. Auch beim Einsteigen bietet der i3 was Besonderes, denn er hat gegenläufige Türen. Das erleichtert den Einstieg für die hinteren Passagiere sehr einfach und macht auch deutlich was her. Laden oder, wie man es kennt, tanken können wir unseren i3 auf verschiedene Weise. Einmal an der üblichen Haushaltssteckdose. Da haben wir natürlich die längste Ladezeit von bis zu 13 Stunden. Ansonsten können wir das auch verkürzen, indem wir das an einer Schnellladesäule mit Gleichstrom bis auf 45 Minuten verkürzen können. Es finden sich immer mehr Ladesäulen bei uns in der Umgebung. Das sollte dann auch in Zukunft kein Problem sein, jederzeit eine Ladesäule zu finden. Unser i3 ist voll geladen, zu erkennen an der grünen LED. Die verschiedenen Farben zeigen dann auch den Zustand an. Blaues Blinken bedeutet, er lädt. Gelb, er fängt an. Und rot wäre ein Fehler. Haben wir noch nie gesehen. So, dann setzen wir uns mal ins Fahrzeug und sehen uns an, wie das Ganze von innen aussieht. So, jetzt sitzen wir in unserem i3. Hier noch in der Version mit 94 Amperestunden. BMW liefert ab sofort die 120 Ampere Batterie. Der Unterschied ist einfach, dass wir hier eine Reichweite haben von circa, wir sehen es auf dem Tacho, 225 Kilometer. Die neue Version mit 120 Ampere liefert bis zu 300 Kilometer Reichweite. Wir starten einmal. Das Fahrzeug begrüßt uns. Wir können hier individuelle Fahrprofile anlegen, die man auch namentlich ändern kann. So kann man das Ganze auch für sich personalisieren. Ansonsten haben wir hier jetzt das Hauptmenü mit allen Funktionen wie Navigation, Kommunikation, Radio. Wir gehen mal in die Navigationsfunktion und lassen uns die Karte anzeigen. Und da sehen wir schon was ganz Interessantes, denn wir sehen hier in ganz unmittelbarer Nähe eine Ladesäule. Diese können wir ganz einfach über die Navigation anfahren. Ein hilfreiches Mittel ist die sogenannte Park Now App. Die kann ich euch kurz zeigen. Hier sehen wir auf einer Karte, wo sich eine Ladesäule befindet und auch, ob diese belegt oder frei sind. Somit müssen wir keine Angst haben, dass wir mit einem leeren Fahrzeug stehen bleiben, denn es gibt mittlerweile so viele Ladesäulen, dass die bequem und in kürzer Zeit erreichbar sind. Ja, ich würde vorschlagen, wir drehen dann nochmal eine Runde und dann kann ich euch zeigen, wie das auch im Live-Betrieb funktioniert. Wir sitzen hier im i3. Die Ladekapazität beträgt noch 67 Kilometer und wir gucken mal, wie schnell wir an eine Ladesäule kommen. Dazu gehen wir an unser Navigationsgerät, wählen in die Zielführung aus, ein neues Ziel eingeben, wählen den Punkt Sonderziele und wählen Ladestationen.
Und wir sehen, dass in 0,6 Kilometer Entfernung bereits eine Ladesäule ist. Die wählen wir aus und starten die Zielführung. Um das Fahrzeug in Bewegung zu setzen, haben wir hier unseren Fahrmodus-Schalter. Wir drehen auf D, wie bei einem Automatikgetriebe. Etwas gewöhnungsbedürftig ist es nur, dass es an der Lenksäule ist und nicht an der Mittelkonsole. Und schon kann es losgehen. Das Schöne an elektrischem Fahren ist, dass es nahezu lautlos ist. Elektrische Fahrzeuge haben ein sehr schönes Drehmoment. Wir können super beschleunigen. Das haben wir nur bei hochmotorisierten Fahrzeugen im Benzin- und Dieselbereich. Das heißt also, der Wirkungsgrad, Drehmoment ist hier viel besser. Was auch etwas anders ist als beim normalen Autofahren, wir haben ein One-Pedal-Feeling, so nennt sich das. Das heißt, wir benutzen unser Gaspedal auch zum Bremsen. Das bedeutet, wenn ich komplett vom Gaspedal runtergehe, bremst das Fahrzeug bereits. Somit können wir mit dem Gaspedal bereits bremsen. Der Vorteil ist, dass nicht die Bremse des Fahrzeugs benutzt wird, sondern dass der Elektromotor das für uns macht. Somit werden die Bremsen auch geschont. Auch hier ein weiterer Vorteil, denn die Serviceumfänge bei so einem Fahrzeug sind deutlich geringer als bei einem Verbrennungsmotor. Es entfällt der komplette Ölwechsel. Die Bremsen werden nicht so beansprucht. So, unsere Ladesäule ist jetzt nicht mehr allzu weit entfernt. Wir haben unsere Ladesäule erreicht. Wir parken mal ein und wir schalten das Fahrzeug aus. Was wir jetzt auch hier schön sehen, wir werden gefragt, wann wir laden wollen. Das heißt, wir können hier die Einstellungen für den Ladestrom auswählen. Das bedeutet, wir können gezielt dem Fahrzeug sagen, wann wir das nächste Mal wegfahren. Das sollte man auch tun, wenn möglich, denn in kalten wie in warmen Jahreszeiten wird dann auch passend der Akku gewärmt oder gekühlt, um die volle Leistung abrufen zu können. Denn wie wir wissen, Akkus haben geringere Kapazitäten, wenn sie kalt sind oder extrem heiß. Dazu haben wir den Vorteil, dass das Fahrzeug dann im Innenraum im Winter gewärmt und im Sommer gekühlt ist. Von daher auch hier ein zusätzlicher Komfortgewinn. Jetzt geht's ans Laden. So, wir befinden uns jetzt hier an einer Ladesäule, an einer öffentlichen. In dem Fall ist es eine Ladesäule ohne festes Kabel. Dazu brauchen wir dann ein Anschlusskabel. Ich zeige euch das mal. Wir haben hier ein Starkstrom-Ladekabel von BMW. Das gibt es in verschiedenen Längen. Und wir gucken mal, wie wir das jetzt hier anschließen. Wir haben einen Stecker fürs Fahrzeug, einen für die Ladesäule. Der hier kommt in die Ladesäule. Einmal. Und die zweite Seite in unser Fahrzeug. Wenn wir unser Fahrzeug dann verriegeln, startet der Ladevorgang und im Kombi-Instrument sehen wir dann, wie lange die Ladung dauern würde, wenn sie sofort gestartet wird. Ansonsten zu Hause, wenn wir es an der Steckdose machen, können wir ja eine Abfahrtszeit planen und dann wird der Ladevorgang so geplant, dass es zum Abfahrt der Akku voll ist, der Innenraum im Winter gewärmt, im Sommer gekühlt und dementsprechend der Akku auch. Das war's zum Thema Laden. Zurück in unserem i3. Fahren wir noch mal ein Stückchen und ich erkläre euch ein bisschen zum Thema Energiefluss und auch ein paar Fakten für Verbrauch, Kosten und so weiter. Wir schauen jetzt mal in unseren Bordcomputer, wie denn der Verbrauch von dem Fahrzeug ist. Dazu gehen wir einfach in unseren Bordcomputer und hier sehen wir einen durchschnittlichen Verbrauch von 16,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Je nach Fahrweise, ob zügig oder im Eco-Modus variiert das natürlich, wie bei einem Verbrennungsmotor auch. Das heißt, fahre ich sehr schnell, verbrauche ich viel, fahre ich langsam, verbrauche ich weniger. Der WLPT-Verbrauch ist bei 14,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Bei 30 Cent für die Kilowattstunde verbrauchen wir rund 2 Euro weniger auf 100 Kilometer als bei einem vergleichbaren Verbrennungsmotor. Wir sehen, wir verbrauchen gerade so um die 15, 16, manchmal 14. Jetzt geht es ein bisschen bergab, da wird es natürlich weniger. Ich schalte mal um auf die Anzeige für den Durchschnittsverbrauch. Und da haben wir bei unserer Fahrweise aktuell 16,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Etwas über dem WLPT-Wert, der von BMW angegeben ist. Abschließend sei noch gesagt, der i3 verursacht ungefähr 20% weniger Kosten als ein vergleichbares Modell, zum Beispiel der Active Tourer als 218i oder D. Das spielt alles eine Rolle, Anschaffungspreis, Servicekosten, Verbrauch und so weiter.
Also eigentlich eine gute Sache. Die Elektromobilität spielt eine immer größere Rolle in unserer Zukunft. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, kann ich nur sagen, kommt vorbei, probiert selbst aus. Am besten bei einer Probefahrt. Bis zum nächsten Mal. Ja, ihr habt heute gesehen, was die Elektromobilität für viele Möglichkeiten bietet. Abonniert unseren Kanal, lasst den Daumen hoch da und aktiviert die Glocke, damit ihr immer informiert seid, was bei uns passiert.